Unsere Geschichte begann erneut im Herzen unseres geliebten Königreichs. Regiert von einer Versammlung edler Damen und Herren, gestützt und beraten von guten, weisen Zauberern, war es auch die Heimat der Helden des Trine, der Beschützer des Reiches. Und obwohl die meisten Leute unser... Ganz ruhig, kleine Bestie. Mucksmäuschen still. Wir sind in einer Bibliothek. Hallo? Na, Talisman, ist da eine Maus? Also, bin ich nicht alleine hier. Talisman, es regnet. Heute Nacht keine Abenteuer auf dem Dach. Thank you.
Das Archiv und die Schatzkarte müssten irgendwo hier oben sein. Ich hätte einen dieser neuen Ritter bitten sollen, die Bibliothek nachts zu bewachen. Aber die Kerle schlafen nicht, denken nicht, essen nicht. Gruselig. Und sie hätten sicher keine Ahnung, wie man mit Büchern umgeht. Neue Ritter? Oh.
Fast geschafft. Also deswegen wurde der Schatz immer noch nicht gefunden. Die Karte fällt fast auseinander. Oder es liegt an meinem guten Überwachungssystem. Finger weg von der Karte, Diebin! Soweit ich weiß, hat niemand Anspruch auf diese Karte oder ihren Schatz. Holt mir Papier und Tinte und lasst mich das Ding kopieren, dann seid ihr mich im Nu los. Und wenn ich auf euch schieße? Das könnte ein kleines bisschen wehtun. Aber ich bin mit den Kräften des Trine verzaubert. Würde es also aushalten. Gebt mir eine Bibliothekskarte, dann leihe ich sie aus. So hübsche, kostbare Dinge gehören nicht in staubige Museen. Macht man das so als Heldin? Mitten in der Nacht? Friedliche Diener des Volkes drangsalieren? Naja, ich kann schon heldenhaft sein, wenn es drauf ankommt. Zufällig hat mich gerade die Astralakademie eingeladen. Sie wollen mir einen Orden verleihen. Die riesige Statue von mir und meinen Kameraden reicht ihnen wohl nicht. Tja, warum lauft ihr dann nicht gleich zur Akademie? Sawyers Pläne endeten nur selten in einer Niederlage. Aber die Bibliothekarin hatte es geschafft, sie abzulenken. Pontius der Ritter war unterdessen schwer mit Arbeit beschäftigt. Als Beschützer des Reiches wurde er oft zu vielen seltsamen Ereignissen zu Hilfe gerufen. Dieses Mal sollte er sich um einen Unruhestifter auf einem beschaulichen kleinen Friedhof kümmern. Wenn man dem Bericht Glauben schenkt, ist hier dunkle Magie am Werk. Also,